Eines Tages dachte Tom an einen leckeren Schwanz. Er machte einen Spaziergang. Doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Nein. Da traf er seinen Feind, den Müller. Sag mal, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Aber ich muss ein paar Besorgungen machen. Da kann ich dir ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig mitbringen. Und du kannst so lange mit meinem schwarzen Mehl mahlen. Das ist ganz einfach. Pass auf. Gib ihm die Sporen, fass es an den Schwanz, umarme es. Auch ganz. Aber zieh es am Schwanz. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Die beiden verabschiedeten sich und der Müller machte sich auf den Weg. Und als Tom genau das tat, sprang das Schwein ins Weizen weg, sodass die Ente wie geschmiert lief. Fass es an den Schwanz. Auf dem Füllen des Weizenbottichs war das Schwein ausgesprochen behilflich. Umarme es auch ganz. Das Schwein gab den Windmühlenflügeln einen kräftigen Schubs, sodass die beiden auch noch Karkarkot mit konnten. Das Mehl mahlte nun von ganz alleine und eigentlich hatten Tom und das Schwein